So, jetzt haben wir die Blätter, die Ahornblätter geerntet. Was machen wir daraus? Nach orientalischem Vorbild, wie man das mit den Weinblättern macht, machen wir das gleich jetzt da mit Ahornblättern. Das heißt, zuerst nochmal durchschauen, dass da ja keine Viecher oben sind, vor allem keine Ameisen, weil die wollen wir nicht essen. Und dann habe ich schon vorbereitet einen Topf mit Wasser und Salz. Da werden wir jetzt die Blätter alle mit tun. Ich schaue noch sicherheitshalber nochmal drüber, dass da keine Ameisen dabei ist. So, gut, jetzt haben wir alle drinnen. Jetzt werden wir die schauen, dass die alle mit dem Wasser bedeckt sind. Und so 3 Minuten, schaut man sich jetzt aber die Urne ein, damit man das so 3 Minuten so dahin blanchieren. Ausschalten können wir auch schon, weil das Wasser ist eh ganz heiß. So, da. Ein bisschen, bis die 3 Minuten um sind und dann geht's weiter. So, 3 Minuten sind um, also 2 bis 3 Minuten blanchieren und dann tun wir es abseihen. Schnupsdi-bupsdi. So. Das Wasser schiebt ich nicht weg, das werde ich noch entweder als Tee trinken oder mindestens zum Fürstwaschen verwenden. Also das auf jeden Fall nicht wegschütten. Das ist ganz was Gesundes, kann man verwenden. So, das sind jetzt unsere blanchierten Ahornblätter und die werden wir jetzt weiterverarbeiten. So, muss man die andere Seite holen noch. So, was machen wir draus? Anfangen tun wir mal, indem wir 1 Liter Wasser und 100 Gramm Salz samt der Zitrone erhitzen. So, voilà. 1 Liter Wasser haben wir schon rein da. Dann die 100 Gramm Salz und eine halbe Zitrone, die werden wir so in Scheiben schneiden. Natürlich eine Bio-Zitrone nehmen, weil sie klar, sonst kann man die Schalen nicht verwenden. So, voilà. Das tun wir jetzt alles ins Wasser rein. Schwuppsdiwupps. Das kann dabei mal kochen. Und in der Zwischenzeit werden wir dann was anderes weitermachen, nämlich die Blätter. Ja, je nachdem, welche Ahornblätter man hat, haben wir ja gesehen, sind die unterschiedlich groß oder klein. Wenn man relativ große Ahornblätter hat, von Feldahorn zum Beispiel oder was, dann kann man die einrollen. Das am besten gleich gehabt. So, das ist relativ heiß jetzt noch. Wups, da muss ich ein bisschen warten. Also, wenn da größere Blätter sind wie die, gell, die kann man dann füllen. Naja, allzu groß ist der jetzt auch nicht. Wenn man mal an, man hat große Blätter, dann kannst du die zum Beispiel füllen mit Reis oder faschierten oder Schafkäse und dann kannst du das aufrollen. Da wir relativ kleine Blätter haben, werden wir die einfach da rein tun, in die Glasl. So, da, da. Also, wenn man will, wie gesagt, kann man es aufrollen. Auch. Die Blüten tun wir auch dazu rein. Das kommt jetzt alles rein. Richtig schichtweise die Ahornblätterl reingehen. So, da, da. Boah, heiß, heiß, heiß. So. Super, haben wir schon ein Glasl voll mit Ahorn, gell? So, jetzt haben wir das abgekocht und dann können wir das aufgießen. Also wirklich schauen, dass das Glasl bedeckt ist mit dem Salz-Wasser-Zitronen-Gemisch, mit dem heißen. Upsala, da stehen die Blätter raus. So, also die Wassermenge, was ich habe, die reicht noch für einige mehr Glasl. Aber da muss ich mir nachher noch ein paar Blätter sammeln. Und schauen, dass die Blubberblasen möglichst rauskommen, gell? Dass möglichst keine Luft mehr drinnen ist. Nicht mit der Gabel noch ein bisschen so gleich stochern. Das dann schließen. Und für 3 Wochen ungefähr reifen lassen. Und was macht man dann? Wie vorhin schon gesagt, da kann man köstliche Speisen zubereiten, so wie die Weinblätter, ne? Da, also das sind jetzt noch die frischen, aber damit man gleich sieht, wie das ausschaut, wenn es nach 3 Wochen
gereift sind, dann tut man diese Blätter halt auseinander. So ein bisschen Deckelarbeit, aber die legt man dann so zusammen, so. So zu einer Fläche. Tut sie da ein bisschen zum Beispiel einen Schafkäse rein. Oder Reis oder Faschiertes oder ein bisschen was auf asiatisch zubereitetes. So, und dann tut man das als Backerl zusammenrollen. Ups, geht ein bisschen, ja wie gesagt, eine Degelarbeit, gell? So, zusammenrollen als Backerl. Wenn man will, kann man das nämlich jetzt im Backteig auch nur eintauchen und im Fett rausbrutzeln. Ist halt dann sehr üppig. Oder man tut es als Vorspeise, so aufs Teller rauf und dann noch fein garnieren, vielleicht noch ein bisschen eine bekannte Soße dazu. Dann hat man eine gute Ahorn-Vorspeise. Viel Spaß beim Nachmachen!